Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren WWE-Figuren-Review auf meinem Kanal. Und zwar heute mit Defining Moments Razor Ramon, den wir hier schon mal aus der Verpackung geholt haben. Mal etwas anders probieren. Aber ich würde sagen, wir schauen uns trotzdem erstmal die Verpackung an, stellen ihn mal kurz zur Seite. Also hier haben wir die Standard Defining Moments Verpackung. Hier allerdings etwas neuer gehalten, und zwar innen, wenn ihr es sehen könnt vom Licht her. Ja, es geht mit dem Style von Razor Ramons Jacke und seinen Ketten. Hier an der Seite haben wir ein Bild von Razor Ramon. Dann hier auf der Rückseite haben wir die ganze Story um Razor Ramon. Wer es gern lesen will, darf gern jetzt Pause drücken. Und dann kommen wir zur nächsten Seite, auch wieder ein Bild von Razor Ramon. Auch hier oben diesmal wieder der Schriftzug. Ich hole mal ein bisschen höher. Hier oben wieder der Schriftzug Razor Ramon und das RR. Und dann würde ich sagen, war es das auch schon, und wir wechseln doch gleich mal zur Figur. Verpackung weg. So. Dann haben wir hier Razor Ramon. So, euch etwas ausrichten. So, lala, jetzt haben wir ihn. Dieser kommt hier mit dem klassischen Intercontinental Champion Titelbelt im Elite-Style, heißt farbig und glänzend, mit schwarzem Belt. Bis jetzt gab es ihn ja bloß in weiß, was ich weiß, außer bei solchen Defining Moments Figuren. Und dann sehen wir uns hier auch schon mal Razor Ramon an. Ich finde, dies ist eine sehr gelungene Figur, auch vom Face-Scan her, wenn man hier mal so schaut. Ja. Sehr gut gelungen, seine ja, fettige Frisur, wie er immer hatte. Seine Elbow-Pads, einmal schwarz, einmal in pink. Dann hier seine Goldketten, die man abnehmen kann. Was ich allerdings nicht machen werde, da sie etwas schwer unter den Haaren hervorbringen zu sind und ich ihn eigentlich so ins Regal stellen möchte. Hier auch goldene Knöpfe als Applikation. Hier haben wir die ganze Brustbehaarung. Und auf der Rückseite natürlich Razor Ramon. Hier das Backel ist auch silber bemalt. Dann hier die Rasierklingen. Dann kommen wir etwas tiefer. So. Dann haben wir hier seine rosa Knee Pads oder lila, wie man es auch bezeichnen will, auch wieder mit den Rasierklingen. Die rosa Schuhe mit den weißen Schuhbändern. Als kleiner Hinweis, der Display Stand kommt leider nicht mit. Den habe ich extra bestellt. Ist ja bei Mattel nicht mehr inklusive. Dann kommen wir zu den Bewegungspunkten. Ich drehe ihn mal ein bisschen, dass wir das besser sehen. Der Kopf geht nicht weit zurück, aber ein Stückchen vor. Man kann, hoppala, wenn man nicht die ganze Figur dreht, kann man den Kopf etwas drehen, etwas gehindert durch die Ketten. Wenn man die abnimmt, ist es etwas besser. Dann haben wir hier eine Rotation in der Schulter. Na, hier. Einmal kunterbunt herum. Dann ist auch ein Hinge-Gelenk drin. Dann hier oben haben wir einen Biceps-Swivel, wie bei Elite normal. Ein Single-Elbow, sehr gehindert durch das Elbow-Pad. Auch hier haben wir ein Drehen und ein Hinge. So, dann richten wir ihn mal wieder ein bisschen aus. Dann, ich weiß nicht, ob man es hier sieht, hier schön etwas kaschiert durch die Bemalung einen Ab Crunch, der so weit vorgeht und auch sehr weit zurück. Auch die Bemalung hier läuft hier unterhalb weiter, ist auch sehr schön gemacht. Dann an der Hüfte haben wir hier eine Drehung. Dann holen wir ihn mal vom Stand. So. Dann sein Fuß geht so weit nach vorne. Nach hinten leider nicht, dafür nach außen. Dann hier haben wir ein Oberschenkel-Swivel,
ein doppeltes Kniegelenk, nicht so sehr gehindert wie die Ellbogen. Finde ich toll. Dann haben wir hier auch im Stiefel eine Drehung. Gefreeste Ankles, keine Ahnung warum. Etwas Pivot bringt man raus. Warum dass die Mattel in letzter Zeit freest, ist mir ein Rätsel. Aber so im Guten und Ganzen muss ich sagen, ist hier der gute Razor Ramon Scott Hall sehr schön getroffen. Und natürlich freue ich mich auch, dass er jetzt wieder halbwegs in einem fitten Zustand ist und auch endlich, wie er es verdient hat, in die Hall of Fame als Razor Ramon aufgenommen wurde. Vielleicht wird er ja noch, ich weiß es nicht, wie es WWE geplant hat, aber ich vermute es mal, weil sie ihn unter Razor Ramon aufgenommen haben, dass sie vielleicht noch die NWO aufnehmen und ihn da als Scott Hall noch mit aufnehmen, wie sie es bei den Horsemen auch gemacht haben. Würde mich für ihn freuen. Und natürlich sage ich auch wieder Dankeschön fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet und vielleicht sogar eine Bewertung da lasst, eine positive. Und dann sage ich schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.